Wie feiern andere Länder Weihnachten? Lasst es uns gemeinsam herausfinden, hier in meinem Adventskalender. Ich bin Sarah und heute reisen wir nach Österreich. Aber so weit reisen müssen wir ja gar nicht, denn Österreich ist ja eins unserer Nachbarländer. In Österreich feiert man Weihnachten sehr ähnlich wie in Deutschland. Auch in Österreich fängt der erste Advent mit dem Anzünden der ersten Kerze auf dem Adventskranz an. Was ist noch gleich? Geschenke. Die gibt's am Heiligen Abend. Und man stellt auch einen Weihnachtsbaum auf. Und der 26. Dezember ist ebenfalls ein Feiertag. Weihnachtsmärkte gibt's auch in jeder Stadt. Sie heißen allerdings Christkindelsmärkte. Was es mit dem Christkind auf sich hat, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ein paar Unterschiede und ein paar ganz besondere Traditionen gibt es dann aber doch. Am 4. Dezember zum Beispiel, da ist in Österreich der Barbara-Tag. Am Morgen werden dann Zweige von Kirschbäumen oder Frositien abgeschnitten und in eine Vase ins Haus gestellt. Das ist dann der Barbara-Zweig. Und wenn dieser Zweig bis Heiligabend blüht, dann bedeutet das Glück und Gesundheit für die Familie. Ein besonderer Brauch in Österreich ist auch das Krampuslaufen. Erstmal zum Krampus. Das ist der Name von einer Schreckensgestalt. Er begleitet den Nikolaus. Der Krampus, der trägt üblicherweise Fell und eine Maske mit Hörnern. Und er hat die Rute vom Nikolaus bei sich. Und während der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, bestraft der Krampus die unartigen Kinder. Die ganze Gruppe aus Nikolaus, Krampus und seinen Begleitern bezeichnet man in Österreich als Pass. Ja, so viel jetzt erstmal zu den Begriffen. Nun gibt es eben den Krampuslauf. Hier verkleiden sich Menschen als Krampus und ziehen durch die Straßen, um die Leute zu erschrecken. Man sollte in den Tagen um den 5. Dezember sich also sehr in Acht nehmen, wenn man in Österreich auf die Straße geht. Die Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, also dem 6. Januar, werden als Rauhnächte bezeichnet. Mit Kräutern und Weihrauch räuchert man da in dieser Zeit die Häuser aus. Und das dient dazu, böse Geister zu vertreiben. Sowas kennt man ja hier in Deutschland auch nicht. Was kommt zu Weihnachten auf den Tisch? In der Steiermark, da mag man es am Heiligabend lieber kalt. Es gibt kalte Platten mit Fisch oder Würsteln. An den Feiertagen wird dann üppiger gespeist, mit Braten und Gansel. In Wien steht oft ein Karpfen auf der Festplatte. Und Erdäpfelsalat, also Kartoffelsalat, das schmeckt vielen. In Österreich mit Sauerkraut und Fisch oder Bratwurst. Und dann gibt's noch die Schnittelsuppe. Das ist eine Brotsuppe. Und jetzt zu den Geschenken. Wer bringt sie? Klassisch nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind. Das Christkind, das wird oft als Kind mit blonden Locken und Flügeln und einem Heiligenschein dargestellt. Der Erzählung nach kommt es zu Weihnachten in die Häuser und bringt, ganz ohne gesehen zu werden, die Weihnachtsgeschenke. Damit das Christkind überhaupt ins Haus kommt, wird kurz vor der Bescherung am Heiligen Abend das Fenster weit geöffnet. Und als Zeichen dafür, dass die Kinder den Raum mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenken betreten dürfen, dazu wird ein kleines Glöckchen geläutet. Das kenne sogar ich. Ja, auch in meiner Kindheit hat meine Mama immer alleine im Wohnzimmer auf das Christkind gewartet. Und ich durfte dann erst ins Zimmer, wenn dieses kleine Glöckchen geklingelt hat. Ah, habt ihr das gehört? Ich muss weg. Servus und Baba!